Hier herrscht das Chaos. Vor dem Angriff war es nicht viel besser. Ja, so ist es leider und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops. Wir müssen Noriega hier rausholen, immer noch. Aus Panama, den wir eigentlich umbringen wollten. Wir sind fast beim Kontrollpunkt. Nur noch ein paar Blocks. Hudson! Verdammt! Ich weiß nicht, was mit der Verbindung los ist, Wood. Keine Sorge, Mason. Die Technik spielt immer verrückt. Psst. Hörst du das? Ich hör's. Da weint eine Frau. Hilfe. Oh Gott. Sie ist schwer verletzt. Scheiße, Mann! Du Bastard! Oh. Ah, Piercing. Scheiße! Noriega flieht! Wo ist der Sack? Boah, wie krass. Jetzt reicht's aber langsam hier. Mann, da muss ich jetzt noch den letzten Schlag hier abfeuern, oder? Du Penner! Wir müssen hinter ihm her! Ich wusste, wir haben den Penner zu viel Freiraum. Ich glaube nicht. Wir hätten ihn direkt erschießen sollen, den Sack. Den wollten wir ja ursprünglich umbringen, aber dann wurde das Ziel auf einmal wertvoll angeblich. Das nur Jäger. Ey, ich kann nicht hinterher. Hilfe! Ich kann ihn nur erschießen. Oder ihm helfen. Alles klar. Das machst du nicht nochmal, Junge, ja? Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist. Fahr zur Hölle. Zur Hölle. Da waren wir schon. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Scheibenkleister! Boah. Schnell, Alter! Nur Jäger ist noch am Start. Und natürlich Mason auch. Gut, hoffentlich wird dieses Arschloch bald das Problem von jemand anderem. Ja. Ich übernehme die Sache. Hey Jungs, alles cool? Mason. Hudson, wo zur Hölle warst du? Bist du beim Kontrollpunkt? Wir sind da. Sirs, Ihr Transport ist bereit. Hier entlang, Sir. Ist die wertvolle Fracht noch bei euch? Ja, aber wer zur Hölle ist Ziel Nexus? Was ist wichtiger als Ziel falscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich. Hat's zum Ende. Da bin ich mal gespannt. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit, du bringst die Jungs sicher nach Hause. So ist es, Frank. So ist es einfach nicht. Die Befehlskette ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige den Dreck. Woods ist in Position. Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Du musst alle wissen, wir haben ein klares Licht auf den Hof. Scheiß Verbindung! Hier lang, es ist alles bereit. Was hat Hudson da nur angestellt? Warum sollen wir ihm vertrauen? Und warum war Woods so sauer auf ihn? Ach du Scheiße. Niemand darf erfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hudson, wer ist Ziel Nexus? Hudson! Er ist es, Woods. Ziel Nexus ist Raul Menendez. Hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Er hat sogar Leute bei der CIA. Beende es jetzt, Woods. Menendez töten. Lass ihm die Rübe weg. Pust ihm die Rübe jetzt, weg! Woods. Er ist tot. Nur mich wundert, dass Noriega weiterhin lebt. Obwohl Menendez ihn ja töten wollte. Wahrscheinlich hat er ihn irgendwie leben lassen. Er hat ihn wahrscheinlich nur gewürgt und nicht umgebracht. Ich dachte, er ist tot hier vorne. Da
ist doch alles gut hier. Ach, der lebt noch, ich hammel. Super Sniper Saraza. Aber irgendwas ist hier faul. Also irgendwie stimmt hier was nicht. Was glotzt du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Na super. Die Wichser! Mann, 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 da wird mir richtig aggro gerade. Die Schweine! Jetzt wissen wir, wie Mason draufgegangen ist. Und wie Woods in den Rollstuhl gekommen ist. Dein Freund, Alex Mason, ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du, warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Leck mich. Tu es. Tu es! Ach du Scheiße, Alter. Ist das krank? Und er tat mir eine kurze Zeit sogar mal leid. Dem Amulett seiner Schwester hat er Hudson hingerichtet. Dein Leben wird ein einziger, großer Verlust sein. Dann und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Woods leidest du mit mir. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte, komm zu mir. Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. Und genau wir werden dafür sorgen. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen. Meine Fresse, was eine krasse Mission. Leide mit mir. Menendez manipuliert Woods erfolgreich, um Alex Mason zu töten. SDC verletzlich. Okay. Eine neue Eingreiftruppenmission ist verfügbar. Sie müssen die Mission Eliminierung erfolgreich abschließen, um den SDC zu schlagen und Eingreiftruppe zu gewinnen. Wenn Sie den nächsten Kampagnenlevel abschließen, sind die Eingreifmissionen nicht mehr verfügbar. Das bedeutet, wir sollten diese Eliminierungsmission vielleicht jetzt noch machen, bevor wir, ja, den Achillesschleier angehen. Jedem 2025
weil das ist, glaube ich, auch der finale Kampf. Nehmen Sie Raúl Menéndez gefangen. Wir machen jetzt aber erstmal da noch hier in dieser Folge, fangen wir auf jeden Fall noch hier diese Mission an, diese Taktikmission. Eliminierung Pakistan 2025, Primärziel eliminieren. Das ist unsere Mission in Pakistan. Dieser Spinner macht seine Jungs heiß, um in Russland einzufallen. China hat die Kontrolle verloren und uns um Hilfe gebeten. Vor 5 Minuten habe ich direkt mit der Präsidentin gesprochen. Sie hat den Befehl gegeben, wir schalten ihn aus. Saos Tod wird Menéndez' Plan für einen Krieg zwischen Amerika und der SDC gewaltige Steine in den Weg legen. Sao wird morgen gegen 1600 Peshawar überfliegen. Das wird ein klassischer Einsatz. Visieren Sie Saos Vitol an und dann tüten Sie ihn ein. Sie erhalten ein volles Platoon als Unterstützung. Viel Glück, Commander. Das ist es. Wir müssen Sao ausschalten, bevor die SDC in Moskau ihr Lager aufschlägt. Wenn sie das versauen, ist unsere militärische Vormacht nur ein feuchter Traum. Nun gut. Mann, mir hängt ja immer noch der Schock in den Knochen hier bei der Aktion mit Menéndez, Woods, Mason im Keller. Der gute David hat das alles mit ansehen müssen. Es gibt tatsächlich Kinder, die das schon hatten. Schalten Sie General Zhao aus. Peshawar, Pakistan. Ah, ob das so gut ist. Nutzen Sie die Taktikansicht und das Truppenkommando, um General Zhaos Schutzteam zu durchdringen. Finden Sie General Zhaos abgestürzten Vitol. Aha. Schützen Sie das Hackermodul beim Ausschalten der Vitol-Sicherheit. Schalten Sie General Zhao aus. General, wir kommen, um Sie zu holen. Eliminierung. Peshawar, Pakistan. 2025, JSOC. Habe Sichtkontakt zu feindlichen Vitols. Beeilung, wir haben hier nur eine Chance. Rakete gefeuert. Kraken, guter Treffer. Saos Vitol geht runter. Gut gemacht. Zur Absturzstelle vordringen und dafür sorgen, dass General Sao fällt. Verstanden, unterwegs. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Durch die in Pakistan geborgenen Informationen haben wir ausreichend Zeit, um alle notwendigen Objekte zu sichern. Machen wir das nach Vorschrift. Vorrücken zur Eliminierung. Rücke zur Sicherung des abgestürzten Vitol vor. Feuere auf feindliche AGDs! Es gibt aktualisierte Infos. Sao hat seine Notfallprotokolle aktiviert. Er hat sich im abgestürzten Vitol verschanzt. Verstanden! Ein Team in die Flut in Start! Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Ab! Feindliche AGD erledigt! Doch, das Ding haben wir mal zerstört eben, weil das konnten wir leider nicht hacken. Verschlüsselt das Teil von den Chinesen. General Zhao, einer der Anführer der Chinesen. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Okay, Freunde, dann wechseln wir nochmal den Charakter gerade. Ziele auf feindliche Infanterie. Alles hierhin. Ich will, dass ihr diesen Punkt erobert. Und das will ich, dass ihr das hinkriegt. General Sarrazin hat gesprochen. Bam. So, wir rushen. Das Ding geht in die Luft. Verstärkung abgesetzt. Wir müssen so viele davon placken, wie geht, aber der Soldat ist auch draufgegangen. Doch, wir sind noch am Start. Boah, wie viele sind das? 3. Infanterie rückt zur Markierung vor. Bestätigt! Feindliches Geschütz ausgeschaltet! Den ganzen Scheiß muss man irgendwie mal selber machen, habe ich das Gefühl, hä? Hier, Granate. Oh. Sei mal ein bisschen netter, ja? Das Teil ist nicht im Arsch, da muss noch was. Feindliche AGD erledigt. Oh, zum Glück sind wir hier nur in der Haut eines Soldaten, eines Unwichtigen, aber der Kampf geht weiter. Einheit verloren, Wechsel zur Infanterie. Komm Jungs, zieht das durch. Genau, die Raketenwerfer-Impels können wir gut gebrauchen. Bestätigt, frische Truppen am Boden. Granate noch geworfen. Oh, Truppenverschleiß vom Feinsten. Yeah! Missionszeit 55. Einfach alles nach vorne, zum Punkt. Scheibenkleister! Boah, das sind jetzt viele gerade. So, Jungs, wir müssen da ja nochmal alle hinschicken. Die können wir gebrauchen. Viele sind es nicht mehr, leider. Nur ein Fünfer ist es noch.
Infanterie unter direkter Kontrolle. Ich muss jetzt hier selber rocken, glaube ich, ein bisschen, ne? Feindliche AGD ausgeschaltet. Ein Treffer! So, weiter. Feindliche AGD-Abschluss bestätigt. Mehrere Hitze zerwischen. Truppstärke erheblich verringert. Yeah! Boah, wie viele kommen danach von den Scheißteilen? Signal verloren. Mann! Wollte ich eine Granate werfen oder sowas? Ein Treffer! Okay. Die Zeit ist nicht mehr. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Boah. Einheit verloren. Wechsel zur Infanterie. Jo, wir brauchen dringend mehr Infanterie. Infanterie wird direkt kommandiert. Kommt, Leute, alles nach vorne. Boah, die Mission ist verdammt schwer. Ein Team in Blick blutet stark. Ihr kriegt auch gar nichts hin, ihr Spastis. Das muss man alles selber machen hier, scheinbar. Oh, jetzt hier rüber. Zack. So, da haben wir auf jeden Fall was in die Luft gejagt. So, jetzt alle weiter nach vorne. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Jetzt strengt euch doch mal was an. Mann! So, jetzt aber. Ja, reicht das? Das war nur eine Blankgranate. Die wirft natürlich nicht viel bei den Dingern. Teil aber trotzdem geblättet. So, jetzt aber, Freunde. Durch da. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Erwischt. Wie viele von euch soll ich hier noch umbringen, hä? Wie viel braucht ihr? Ein Treffer. Boah, ein Treffer. Diese Erobern sind wir noch entfernt von, aber... Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Ein Teammitglied blutet stark. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Bestätigt. EMP-Ladung in Position. Eine Minute bis zum Impuls. EMP-Zielkalibrierung läuft. Wir haben den Laden übernommen, yeah! Feindliche Infanterie an. Eagle gefallen. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Ein Treffer. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Gefahr eliminiert. Der lebt noch. Greife Shit, Freunde. Infanterie an. Kommt schon, das muss doch funktionieren. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Abschuss bestätigt. EMP-Ladung erfolgreich. Unterwegs zum Ziel. Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Tür ist offen. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Ein Treffer. Mann getroffen. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Ja, wunderbar. Adios, Zau. Den General brauchen wir nicht mehr. Ziel ist ausgeschaltet. Missionsziel erreicht. Hasta la vista, Baby. Positive Bestätigung. Zielperson beseitigt. Kriegskunst. Errungenschaft freigeschaltet. Erfolgreich wieder diese Mission absolviert. Hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. War eine geile Mission. Heute dann auch meine klein bisschen längere Folge. Haben wir ja richtig viel erlebt dann. Und ich wünsche euch natürlich jetzt dementsprechend noch die Abschlussbesprechung, die wir jetzt natürlich noch aufgetischt bekommen. Und natürlich auch einen wunderschönen Tag. Verdammt gute Arbeit, Mason. Da bin ich doch wirklich freudig. So, erledigt. Hätten wir das Ganze. So, jetzt können wir ja mal runterscrollen. Boah, wie viele Missionen wir schon abgeschlossen haben. Heiliger. Naja, Achillesschleier, Jemen 2025. Nehmen Sie Raul Menendez gefangen. Darauf könnt ihr euch in der nächsten Folge freuen. Wird mit Sicherheit geil. Bis dann.